Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sportflecht-Telco. Ja, heute nur in kleiner Besetzung. Marc ist verhindert, daher also nur Sabine und ich. Ja, Sabine, grüß dich. Moin. Na, Oh, du willst bestimmt mit NFL anfangen. Ja, doch. Ach Mann. Ich habe Das, doch was gesagt, ich der Januar. sozusagen als letztes vom Wochenende noch gesehen habe. Ja, aber war ohne Witz. Ich habe doch noch gesagt, der Januar, wir sind es gewohnt, dass wir da mit Kummer rausgehen. Und alle haben gesagt, oh, das wird einfach, das wird einfach. Aber ja, Ja also gut, geht. einfach. Gut, ich habe aber die Vikings eigentlich schon als Favorit gesehen. Das muss ich jetzt eigentlich sagen, auch zu geben. Ja, ich glaube, die meisten haben die Vikings als Favorit angesehen, aber es war wieder so ein typisches Spiel, wo man dann wieder einfach nur sagen kann, Kirk Cousins, also muss man jetzt echt mal sagen, in der ganzen Zeit hat er in den Playoffs nur einmal gewonnen. Das passt nicht und viele haben halt gestern auch gesagt, da ja, der Ed muss raus, also nach dem Spiel ging es auf Social Media auch richtig ab. Und ja, also es ist echt. Oh, es ist, ja, ist wieder so eine Sache, wo man sagt, was passiert hier? Auch Justin Jefferson, der die ganze Saison über so stark gespielt hat und so viele Runs gemacht hat, der war gestern ja Nullnummer, ne? Ja. Ah ja, das ist so, ich weiß nicht, es gibt da Mannschaften, die kriegen sie irgendwie nicht kennen. Warum auch immer. Ja, es ist so es ist einfach dieser Fluch, den wir haben. Also der Januar, der läuft bei uns nie. Das ist einfach so. Aber es waren auch so viele Fehler drinne zu Zeiten, die hätten einfach nicht sein sollen, weißt du? Dass man zum Beispiel noch ein Yard hat, zu laufen hat und dann kriegt man eine Strafe und verliert, weißt du, das kann alles nicht sein, ne? Ja gut, wie gesagt, was nicht sein kann, ich glaube, in Baltimore wird man sich genauso ärgern, das kann nicht sein. Ja, genau. Ja, ihr seid ja weiter, ne? Ja, dank diesem wahnsinnigen Fumble. Ja. Und mir war das zu spät. Ich habe natürlich das nicht mehr geguckt. Hast du live geguckt, oder? Ich hab's, wie gesagt, live geguckt, aber muss auch zugeben, so das war schon hart. Also die Uhrzeit, das ist so richtig. Ja, wie viel Uhr war das denn fertig? Um 4 oder 5 oder sowas? So, ich glaube, kurz nach 5 war es dann endeffektiv, ja. Boah, okay. Nee, da bin ich dann, bei sowas bin ich dann raus. Da bin ich zu alt für Lars. Nur, ja, ich nein, gut, wie gesagt, es geht alles, aber wie gesagt, also allein dieser Return, nimmt den an der 2-Yard-Linie den Ball hinten ab und rennt einfach mal quer übers Feld. Ja, von Hubbards, ne? Ich habe auch den Fumble Return. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe in einer Zusammenfassung. Ich bin ja immer noch, es wundert mich halt, also ich war ja eigentlich schon noch gedacht, scheiße, der zählt nicht, weil der den doch in den Rücken gestoßen hat. Ja. Da Aber wurde viel anscheinend war das nicht diskutiert, ne? ausreichend. Was bitte? Da wurde viel diskutiert drüber, ne? Ja, also wie gesagt, also ich glaube schon, wenn er es als Foul gepfiffen hätte, aber andersrum, ja, sie rennen halt beide. Da reicht natürlich auch der kleinste Kontakt, um dich aus dem Tritt zu bringen. Also Aber gut, ja. egal. Es Aber ist. trotzdem, wie gesagt, ein genialer Return. Und ah, gut, wie gesagt, war generell kein schlechtes Spiel, war wieder das berühmte enge Spiel, was ich auch erwartet hatte. Ja. Und ja, gut, jetzt geht es ja eigentlich erst los. Gegen die Bills, ne? Ja. Aber Gott sei Dank zur normalen Uhrzeit. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich glaube, 9 Uhr deutscher Zeit kann das sein. Genau, 9 Uhr deutsche Zeit in Buffalo. In Und Buffalo, ach so, ich dachte in ah ja, Ohio. klar, weil Buffalo ist ja Zweiter gewesen. Wir Ja, waren ja nur Dritter. logisch. Dadurch, dass das Spiel ausgefallen ist, ist es ja so geblieben, wie es war. Ah ja, Glaubst gut. du, dass diese Momentum haben seit der Hamlin-Geschichte? Also, oder glaubst Ich du, habe jetzt dass. ein gegen Miami gesehen, aber so überragend war es auch wieder nicht von Bills. Also Die Miami Dolphins waren dann doch auch stärker, als ich jetzt angenommen habe, um ehrlich zu sein. Da war ich auch ein bisschen überrascht. nee, also da muss ich jetzt sagen, also das war auch so, also sagen wir mal so, obwohl ich ein relativer Rookie bin, muss ich sagen, es ist nicht eigentlich so gelaufen, wie ich es schon erwartet habe. Also sehr eng Jacksonville, wobei man muss auch einfach sagen, was ein Comeback, 0-27 Ja. und erst dann noch die Runde weiter. Ja. Aber ich habe auch schon gedacht, naja, die Bills gegen Miami, das wird eine harte Nummer. Klar, Bills kommen weiter, aber
Wo ich ein bisschen überrascht war, war San Francisco so dominant, sage ich ganz ehrlich. Das ist halt auch geil, wenn du mit dem absoluten Rookie-Quarterback spielst und trotzdem läufst. Ja, aber ist ja auch bei den Miami Dolphins ja auch, ne? Mit dem Rookie. Also da, du siehst aber dann auch schon, teilweise siehst du schon Sachen, die ein erfahrener Quarterback jetzt so nicht spielen würde, weißt du? Das siehst du, finde ich, schon bei den Rookies, dass dann der Druck echt hoch ist. Aber ja, 49ers, ja, also ist schon eine starke Nummer, ne? 41, ich glaube 23 oder so gegen die Seahawks, ne? Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, gegen wen die dann spielen, ne? Ja, gut, ich glaube immer noch Tampa Bay. Also pass mal auf, für mich ist auch Tampa Bay so, das ist die ganze Zeit nicht gelaufen, aber pass mal auf den Playoff, reißt es sich zusammen, bilden wieder die Box für einen Brady und Brady wird es rocken. Das würde mich nicht überraschen. Ich bin mal gespannt, weil, ja, ich weiß nicht, also die sind so ein bisschen umgekehrt zu vielleicht zu den Vikings. Vikings im Januar geht gar nicht und Tampa Bay, ja, vielleicht kriegen sie doch was hin, ne? Ja, also, und ja, vor allem aber egal wie, also die Division Round, dann wird da richtig, richtig geile Spiele geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin jetzt eine neutrale Zuschauerin. Mal gucken. Aber ich würde es euch natürlich schon auch gönnen. Ja, das Ding mal nach Hause holt auch, ne? Der Weg ist auch schwer. Also, das muss man Ja. einfach sagen. Wie gesagt, wenn es normal läuft, jetzt, wie gesagt, musst du in Buffalo gewinnen. Unmöglich, aber wie gesagt, sehr, sehr schwer. Ich gehe mal dann halt auch im Finale, also im AFC-Finale dann gegen endeffektlich Kansas City wieder in Kansas. Keine Ahnung, ob es nochmal gelingt, Mahomes zu überraschen, aber Ja. ja, wie gesagt, und dann, ja, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Also für mich sind die drei Top-Favoriten auf den Super Bowl Buffalo, Kansas und Cincinnati. Also ich glaube, Klingt einer von den drei Kansas. macht. Ja, Kansas, ich meine, ich gönn's euch, Cincinnati. Ah, und ja, mal schauen. Aber für mich eigentlich Kansas auch, absolut, ja. Favorit, Ja. aber wer weiß, also Zach Taylor, der hat immer mal interessante Sachen, die er aus der Hinterhand zieht, oder Brian Sells, aber mal schauen. Nicht Brian Ja, Sells, gut, weißt du nochmal, ja. man darf ja auch nicht vergessen, nach dem Start habe ich gedacht, na, okay, ist ja, das haben dann doch ein bisschen Lehrgeld noch Ja. wieder. Aber auch Burrow läuft und es läuft, also. Ja, und T. Higgins auch, ne? Ja. Ist ja auch mal Also so. deshalb. Naja, mal gucken, was wir nächste Woche am Montag dann reden. Gut, Ja. so. Dann springen wir mal ganz schnell eins weiter. Richtung unserem E-Mail-Gesinn, ist ja auch rausgekommen am Gestern. gestern. Am gestern. Genau, gestern war ja der 15. Ja, ist Genau. wieder ein pralles, ganz tollen Interviews, muss man schon wirklich sagen. Was waren so deine persönlichen Highlights oder wo hast du gesagt, wow? Also diesmal war es echt gemischt. Ich hatte so ein direktes Favoriteninterview jetzt nicht, und darum war es dann eher so eine visuelle Entscheidung bei mir, die dafür gesorgt hat, dass ich mich für das eine oder andere Mensch interessiert hatte. Das waren diese Red Bull-Geschichten, also einmal mit dem Slacklining, das fand ich schon richtig stark, und dann auch mit der Fernanda Maciel, die Ultraläuferin. Die Ja. Bilder waren einfach so gigantisch. Deshalb war es eher so eine visuelle Geschichte. Und da ich ja aktuell noch ein bisschen mit meinem Corona auch kämpfe, dann auch von der Steffi Kriegerstein, dass die ja aufhören musste wegen dem Long-Covid. Und boah, also das ist echt, weißt du, wenn du so viel gesteckt hast und an dich reingesteckt wurde durch die deutsche Sporthilfe, und du bist dann auf einem Level, und dann kommt diese Long-Covid-Geschichte und du bist dann einfach raus. Wie krass, wie hart muss das sein, um dann wieder, ich sag mal, so die Motivation zu finden? Und deshalb fand ich das schon, das Interview, ja, war für mich jetzt irgendwie so am bewegendsten, also von denen, die drin waren. Und ja, aber sonst, ja, fand ich das jetzt so insgesamt sehr, sehr gut gefüllt. Was war deins? Ja, auch so im ersten, weil ich halt auch, sagen wir mal, von dem ganzen Sport immer keine Ahnung habe, die Ultraläuferin da.
Ja. Das fand ich halt auch schon einfach, wie gesagt, gigantisch. Ich bin eigentlich auf die Idee. Ich bin ja immer so einer, der hinterfragt, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu machen. Und also da auch das Gratte hochlaufen und machen, also ist echt Wahnsinn. Ich wusste auch gar nicht, Und dass dass Augen erfrieren können. Das war jetzt ja. also dieses Trauma, dass man dann eingefrorene Augen hat und man kann die nicht mehr öffnen. Ja. Ey, das war doch, da habe ich dann auch gedacht, das ist ja echt krass, ne? Also, ja. Ja, und was, das war aber dein Interesse, weil ich eigentlich mit beiden wenig anfangen konnte, waren eigentlich über diese Fitnessstudios, also über das UFC-Gym. Also, weil auch da wusste ich, UFC kommt eigentlich aus dem Kampfsportbereich. Also, Martial Arts eigentlich ja mehr, so, oder dieses MMA, also diese verschiedenen Kampfdinger. Und dass die aber jetzt ein Fitnessstudio, also beziehungsweise sogar eine Fitnesssportstätte aufgemacht haben, fand ich halt eigentlich recht interessant. Und auch dann den, von der anderen Gym, ich weiß jetzt gar nicht, in Hamburg, die Gladiator-Gym, genau so heißt sie. Gladiator-Gym, genau, Gladiator-Gym. Auch so diese Aussagen, die halt er getätigt hat. Ja, wie man eigentlich Kampfsport ein besseres Licht rücken kann und dass dieser schlechte Ruf daher kommt, weil also viele halt einfach gar nicht im Vorfeld schon gucken, wen sie da eigentlich ausbilden. Ja, richtig. Ich finde es auch gut. Und ich finde auch so diese Einstellung, es kann jeder kommen, egal 2 Meter, 1,40, 150 Kilo, Ja, 50 genau, Kilo, das finde ich dann auch gut. sage ich ganz ehrlich, bei Größen ja, aber bei 150 Kilo habe ich mir schon gedacht, boah, wie soll der sich bewegen? Ja, das wird schwer, ne? Aber Aber gut. gut, 150 Kilo, wenn du 2 Meter bist, du musst genug, darf man ja auch nicht vergessen. Kannst du ganz schnell da auch mal hinkommen, ohne dass du jetzt so direkt dick bist. Ja, nee, aber ich fand also das Interview echt ja auch interessant. Ja, die Motorsport Sachen waren natürlich auch sind sehr gut angekommen bei mir in der Familie mal wieder. Und die E-Sport Sachen fand ich eigentlich auch recht interessant. Die Jungs wie die auch an das Ganze drangehen, das ist ja echt auch Hochleistungssport, ist es einfach Ich wollte so. gerade sagen, das fand ich nämlich auch im Prinzip, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen ganzen Sim Racing oder ganzen E-Sports, weil ich also ehrlich gesagt, mir das anzugucken, finde ich ein bisschen doof. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber wenn du einfach mal die Typen dir anguckst und Mädels, die das sehr aktiv betreiben, was die für eine Zeit da investieren, was das auch für eine Konzentrationssache und auch mittlerweile eine Ausrüstungssache ist, Ja. Wahnsinn. Also. Ja, also selber gucken, tue ich es ab und an. Es gibt bei uns, wir haben irgendwie so einen E-Sport-Sender, da bleibe ich schon mal hängen. Aber das siehst du auch selbst, wenn du dazu guckst, einfach auch nicht, was dahinter steckt. Und deshalb war das so der Einblick hinter die Kulisse ganz interessant. Ja, fand ich jetzt echt gut. Ja. Und die Jungs, die Nee, sind aber echt. wie gesagt, auch gut, ganz, ganz interessant fand ich ja gut, auch logischerweise, weil es ja natürlich mein eigener Sport war, die Schwimmerin, die Junge. Aus Aber da Frankfurt. siehst du halt, wie bitte? Aus Frankfurt aber, ne? Also aus Seligenstadt Ja, nach Frankfurt gezogen, oder? Oder? genau. Aber wie gesagt, was die also für einen Aufwand betreiben müssen, gut, das weiß ich ja selbst, aber nee, aber auch so da diese ganze Förderung von der Sporthilfe, das fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Ach nee, die ist aus Seligenstadt, die liebe Sarah Vogel, die macht ja Stabhochsprung. Sorry, da hatte ich mich jetzt Ja, verhauen, genau. Aber das ist auch interessant. nee, es gibt aber auch eine junge Schwimmerin, aber die ist schon ein Stück weiter, die aus Frankfurt, von der SG Frankfurt kommt. Genau, Noelle Benkler, ne? Meintest du jetzt? Nee, die Noelle Winkler, das ist jetzt die im IMEC war. Ach so, du meinst, es gibt noch ein. Ach so, alles klar, das Also, habe ich nicht verstanden. ja, weißt du, mein Namensgedächtnis, also die kommt aus Frankfurt, aber die ist also jetzt schon ein Stückchen weiter. Ah ja, okay. Sozusagen bei den Großen. Ah, okay, klasse. Ja, aber wie gesagt, insgesamt, das war auch echt spannend, auch mit der Noelle Benkler. Ja. Und den Olympic Festival. Also, das war auch total interessant. Ich meine, Schwimmen, ich weiß es gar nicht, wie viele Jahre hast du das professionell gemacht? Oder aktiv? Zehn? Aber doch sogar, ja. Ja. Wahnsinn. Welche Disziplin hast du da eigentlich gemacht? Meist, also ich bin ein reiner Sprinter, Freistil und Delfin. Oh, Wahnsinn. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, bei mir ist dann immer, bei Delfinen saufe ich ab.
Das konnte ich in der Schule auch schon nie. Ja, und keine Ahnung, also ich bin nicht so der schnelle Schwimmer, aber ich kann dafür auf Ausdauer, also Nee, manchmal. das liegt mir gar nicht. Das war auch immer so der Spaß mit meiner Schwester, die ist ja auch geschwommen, aber meine Schwester war diese typische Langstreckenschwimmerin. Ah, okay. Und ich war der Sprinter. Und wenn wir dann halt irgendwo zusammen irgendwo zum Beispiel auch Seen oder Gramm geschwommen ist, war es eigentlich immer so dasselbe Phänomen gestartet. So die ersten 100, 150 Meter, Lars Kilometer weit vorne weg, kam geschwommen. Ja. So ab 200, 250, 300 Meter hast du schon gesehen, wie meine Schwester immer näher kam. Ei. Und dann am Ende hast du also wirklich gemerkt, wie ich eigentlich gegen das Ertrinken gekämpft habe. Fast bösartig gesagt, meine Schwester einfach ganz gemütlich und locker weiter und weiter und weiter lang Ja. gesehen. Ja, aber das ist eigentlich auch, wie gesagt, ich war reiner Sprinter, also wirklich die 50 und 100 Meter Strecken. Bei 200 Meter bin ich teilweise auch geschwommen, aber das war schon für mich fast Quälerei. Ja, okay. Und dann rüber war dann so und so schon Katastrophe. Ja. Und warst du da auf Landesebene, bist du da geschwommen oder auf Bundesebene oder? Die Bundesebene habe ich nicht geschafft, Süddeutsche. Also höchstens war es bei den Süddeutschen Meisterschaften. Super, okay. Sehr gut. Ja. Aber Bei mir kam wie nur, gesagt, wenn man. klar, wenn du den Trainingsaufwand halt auch damals schon gesehen hast, ich bin ja Montag bis Freitag hatten wir eigentlich jeden Tag mindestens einmal Training, dann etliche Mal noch Krafttraining, teilweise morgens noch Training, dann bist du noch laufen gegangen zwischenzeitlich. Also hat schon viel Zeit und am Wochenende waren dann halt Schwimmen. Gut, wie gesagt, da hattest du dann Wettkämpfe. Gut, war halt so. War bei uns im Volleyball nicht anders. Also Montag bis Freitag eigentlich Training. Dann war ich noch Trainerin im Jugendbereich, habe noch Schiedsrichterin dabei gelernt, wie gesagt. Und dann Samstag, Sonntag waren dann bei uns Wettkämpfe. Und wenn du dann Samstag Wettkampf hattest, dann hat man dann die Männer angeguckt, die dann Sonntagsspiel hatten oder so. Und aber wie gesagt, über Verbandsliga bin ich dann nicht rausgekommen. Ja, wie gesagt, das ist auch irgendwo dann eine Sache, da musst du noch mehr investieren. Und naja, gut, das ist dann auch die Frage. Bei mir hat es dann teilweise mit Trainingszeiten und Schule schon nicht mehr gepasst. Ja, bei mir auch. Und ich habe mich halt dann für Schule entschieden. Und ich Ja, aber glaube auch, das war die bessere Entscheidung. Aber ja, bei mir war dann ja, auch irgendwann, wir hatten auch samstags noch Schule im Gymnasium und dann, mit mir auch. ja, dann war es teilweise, dass du echt morgens 20 vor 8 Schule bis irgendwie, ich glaube, 11 oder 13 Uhr dann schnell Sachen geholt und teilweise hast du auch schon die Sachen mit in der Schule, bis dann von da zum Wettkampf und oh, das war dann teilweise auch. Oh ja, ich sag mal, sehr, sehr, sehr anstrengend irgendwie. Und ja, und dann kam das Studium, und dann wurde es natürlich echt schwer, weil ich ja im Siegerland gespielt habe. Und dann, wenn du dann in Bremen im hohen Norden spielst, dann klar, kannst du ja nicht mehr trainieren, kannst nicht mehr mitspielen. Und dann war das Thema dann da auch. Relativ, ja. Das ist es. Ja, trotzdem, ich muss eins ehrlich sagen. Also, ich möchte meine aktive Sportzeit nicht missen. Ich auch nicht. Was Disziplin angeht, was also im Prinzip ja natürlich deinen Körper angeht. Und auch, dass du natürlich in dem Sinn, gerade in den kritischen Jahre als jugendlicher, männlicher, pubertierender, rangewachsen bist, dass ich da bei vielen dann natürlich nicht dabei war und das halt alles an mir vorbeigegangen ist. Ja, das stimmt. Ah. So wie Rauchen, Drogen. Ja, das habe ich auch nie gehört. Dann Ja, auch, ja, auch zu der Zeit wenig Alkohol, beziehungsweise eigentlich ja gar kein. So. Also wenig gar kein, aber sehr wenig. Also logisch, weil du warst ja eigentlich mit dem Sport beschäftigt. Deshalb, ja, also. aber wohl, ich muss sagen, Volleyballer können trinken und es gibt auch Volleyballer, die dann beim Turnier in der Pause auch geraucht haben, aber. Ich meine, gut, das ist dann halt, aber das höchste der Gefühle war bei mir, ich bin deutsche Vizemeisterin beim deutschen Turnen, oh Quatsch, beim Land, deutschen Sport, oh, wie heißt das nochmal? Sportfest gewesen, Vizemeisterin und das war echt cool, aber ich sag mal ganz einfach, höher ging es einfach auch nicht. Da waren dann Veranlagungen, da hast du dann gegen Mädels gespielt, die sind dann irgendwie 2 Meter hoch groß Ja, gewesen. es ist ja auch, wenn du dir mittlerweile im Profibereich also die Bundesligaspielerinnen anguckst, das ist 2 Meter austrainiert bis zum Gegenspieler. Ja. Gott. Okay. So, die Uhr tickt gnadenlos, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende.
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, morgen werden wir ein bisschen flocken. Weiß noch nicht so 100%, was wir machen. Also lasst euch überraschen, schaut einfach rein. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns am Montag wieder. Ciao.